Was fällt dir zu Unterdrückung ein? Europa fällt mir dazu ein. Unterdrückung gibt's überall. Ist was nicht schön, Unterdrücken. Ist von schwächer Leute. Fällt mir im Moment mit den Flüchtlingen ganz viel ein. Ich arbeite mit denen zusammen. Dass da ganz viel deren Meinung und deren Position einfach unterdrückt wird oder die allgemein deren Stand und die nicht ernst genommen werden genug oder deren Meinung. Europa ist Rassismus, weil die Europäer schon damals, das mit den Afrikanern, die ganzen Kolonien, was die gemacht haben, was sie mit den ganzen Moslems getan haben, dass sie das eigentlich immer noch machen, aber unterm Tisch und dann einen auf hochheilig tun und einen auf hochzivilisiert tun, sowas geht mir auf den Sack. Zum Thema Unterdrücken fällt mir ein Palästina. Also ein Konflikt, den man auch ein bisschen als Apartheid bezeichnen könnte. Böhmermann, Hurensohn da, ist auch ein Hurensohn. Meine Hauptassoziation gerade zur Rasse, also Unterdrückung, würde ich jetzt am ehesten zum Beispiel mit Afrika gleichsetzen oder assoziieren, mit den Stämmen. Ja, gibt es so überall auf der Welt. Ja. Allerdings woanders mehr als hier. Der letzte größere Völkermord war doch Ruanda. Und wo auch immer noch sozusagen diese Stammesfeindschaften immer noch verwurzelt sind, auch noch in der heutigen Zeit nach der Kolonisation. Und dieser Umgang sozusagen miteinander, immer ein Stamm ist an der Macht, sage ich mal, und unterdrückt auch wirklich den anderen. Diskriminierung? Auch Europa. Gibt es auch überall. Also ich habe so Erfahrungen mit Altersdiskriminierung, wenn man in irgendwelchen Vereinen Mitglied ist, wenn man angenommen über 85 ist, wird man da nicht mehr in den Laden. Ich glaube, die meisten Deutschen fühlen sich irgendwo diskriminiert. Die meisten Menschen, die in Deutschland leben, fühlen sich irgendwann diskriminiert. Also gibt es an jeder Ecke. Ich alles im Moment ganz gut auf Flüchtlinge beziehen. Habe ich in meiner Klasse erlebt, dass wir da das Thema hatten und darüber gesprochen haben. Und alle total gegen die sind und diskriminieren und die sind alle scheiße und ja, solche Sachen. Fühlst du dich selber manchmal? Alltagsrassismus? Ich bin Ausländer. Okay, dann was Leichtes. Aber in Berlin war kein Problem. Habe ich selten erlebt. Ich würde da kurz gerne die Band NofX mal als Beispiel nehmen, falls irgendeiner kennt. Die haben mal gesagt, jeder ist ein bisschen rassistisch. Aber ich will nicht Berührungspunkte, weil ich mit Leuten, die dem ausgesetzt sind, eigentlich selten zusammenkomme. Zwischen den Ausländern hier in Berlin gibt es Rassismus. Wenn ich mit meinem Hund nicht auf dem Bolzplatz spielen darf, ist das Alltagsrassismus. Haben wir bei mir an der Schule ganz viel. 95% Türken und Araber und da sogar untereinander einfach ganz viel. Alltagsrassismus würde ich jetzt persönlich als erstes damit assoziieren, dass man halt wirklich dieses Schubladendenken ungewollt teilweise hat. Viele haben es einfach ungewollt. Oder auch basierend aus schlechter Erfahrung aus der Kindheit oder so zum Beispiel. Und dementsprechend hast du halt dein Gegenüber öfter mal halt eine andere Grundhaltung. Vorurteile. Vorurteile gibt es. Die meisten meiner deutschen Freunde haben Vorurteile gegenüber Moslems. Haben Angst, dass jeder selber ein Terrorist ist oder sowas. Aber ich bin zum Beispiel keiner. Vorurteile kommen dadurch, dass Leute sich nicht kennen. Also, dass man die Leute, gegen die man die Vorurteile hat, halt Angst vor denen hat und deshalb sie nicht kennen. Das sind nicht alle Vorurteile falsch. Oder dass bestimmte Gruppen in der Bevölkerung eine höhere Kriminalität haben als andere. Da würde ich mal sagen, auch Medienverantwortung ist so ein Ding, was halt gerade so viele Vorurteile bildet. Gerade so nach dem Motto, was ist gerade in oder womit kann ich die meisten Schlagzeilen gerade verkaufen. Und das schürt auch wiederum Vorurteile und die aber auch sozusagen sich aber auch eigentlich fast wöchentlich wandeln, je nachdem, was gerade aktuell ist. Ja. Gibt's viele, gerade auch an meiner Schule, Türken, Araber, pöbeln alle nur, suchen nur Streit. Finde ich total daneben, weil sowohl Deutsche als auch Spanier, also jeder Nation, das kann man keiner Nation anrechnen, dass die besonders aggressiv sind oder so. Vorurteile sind eigentlich alle Urteile, weil solange man lebt, kann man jedes Urteil revidieren. Polizei und Politik, Rassismus. Ja, die Polizisten hier in Berlin sind meistens auch Rassisten, im Osten mehr eher. Kannst du nicht mal normal rumlaufen, ohne angesprochen zu werden. Ich kenne leider das Auswahlverfahren der Polizei nicht, oder inwiefern da überhaupt auch mal so ein Rassismuscheck gemacht wird. Aber es gibt ja oft halt gerade in den verschiedenen Bundesländern ja verschiedene Ausprägungen des Polizeiverhaltens, ja. Polizeirassismus habe ich hier
nicht erlebt, also persönlich oder nicht gesehen auch. Aber es fällt mir immer nur auf, dass die meisten Polizisten, sagen wir mal, Deutsche aussehen. Polizei, Freund und Helfer, stimmt nicht so ganz, würde ich sagen. Also ja, schon größtenteils, aber auch nicht immer. Also ich habe selbst schon Polizei gerufen, wenn ich gesehen habe, dass eine Frau geschlagen wird oder so. Die kam dann teilweise 2 Stunden später. Polizisten kontrollieren am liebsten Leute, die dunklere Hautfarbe haben. Also je dunkler es wird, je mehr hat man die Wahrscheinlichkeit, dass man von der Polizei kontrolliert wird. Die sagen dann immer, das ist Zufall. Das ist sozusagen Zufallsauswahlkriterium, keine Ahnung, aber am Ende hat es schon irgendwie ein System, sagen wir mal. Politikrassismus gibt es zum Beispiel in meinem Land auch sehr viel. Das ist viel, aber es ist irgendwie viel offensichtlicher als hier in Deutschland. Politikrassismus ist, naja gut, typische Parteien, NPD, AfD. In der Politik ist das auch weit verbreitet, weil man damit Stimmen gewinnen kann. Nicht? Nehmen Sie mal die Wahlergebnisse, die in Deutschland bei den letzten Landtagswahlen, da spielte die Komponente bestimmt eine große Rolle. Und mit Polizei und Rassismus, da sehe ich eigentlich keinen direkten Zusammenhang. Und was sagst du zu Wurzeln? Die Wurzeln sind das Wichtigste, man muss wissen, wo man herkommt. Also das ist für jeden seins. Also jeder sollte stolz auf sein eigenes Land sein. Sind fundamental, Wurzeln. Dass du nicht vergesse die Kultur, wo eine überhaupt kommt. Eine halbe Holländerin, ich habe damit keine Probleme oder mir hat auch noch niemand damit Probleme gemacht. Ich stehe dazu. Ich habe auch kein Problem mit anderen Nationalitäten oder ist mir eigentlich egal, wenn ein Mensch. Also es kommt mir nicht auf die Wurzeln an, wenn ich einen Menschen mag oder nicht. Wir sprechen ja gern von Heimat in Deutschland. Ist dann immer die Frage, ist es der Ort, wo man geboren ist oder der Ort, an dem man sterben möchte? Keine Ahnung. Aber ich glaube, Wurzeln sind eigentlich schon was ganz Gutes, aber die sollte man sich selber suchen. Bei mir ist das schwer, weil meine Mutter ist Deutsche, aber ich bin in Bolivien aufgewachsen, deshalb habe ich auch Wurzeln hier, aber ich kann die nicht so klar erkennen, sage ich mal. Sind die wichtig oder? Sind sehr wichtig. Man wird davon mehr geprägt, als man will. Man kann sich ja wie der Sarrazin darüber streiten, ob es nun durch die Gene kommt oder durch die Erziehung, ist aber für Außenstehende völlig egal. Ob nur jemand von den Genen oder von seinen Eltern in eine bestimmte Richtung dringen würde. Wurzeln greifen breit, einfach mal. Verwischen sich und werden gerne mal einfach mal als billige Ausrede auch für Rassisten genommen. Und Hass? Immer weniger, mehr Liebe. Also Hass ist ja immer so ein mitschwingender Faktor, wenn der Rassismus in einer richtig starken Form ausgelebt wird. Ne? Ist ja Hass sozusagen auch ein Mittel, was viele benutzen, um andere ja auch mit oder sich selber davon leiten zu lassen. So. Hass ist stark irgendwie, aber ich glaube, jeder hasst manchmal oder irgendwann mal. Das ist eine unangenehme Eigenschaft, die viele Leute haben. Ja. Manchmal auch begründet. Wenn ich auf jemanden wütend bin, ist das ja noch was anderes, als wenn ich wirklich jemanden hasse oder mir einrede, ihn zu hassen. Und dann nehme ich dann als Antrieb, wirklich auf jemanden loszugehen. Das ist was sehr Unangenehmes und was soll ich dazu sagen? Das gibt es leider überall und hier in Deutschland offensichtlich zunehmend, was ich sehr bedauerlich finde.